Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Illusion of Time. Und im letzten Part haben wir erfolgreich den 7-Zwerge-Sklavenring zerschlagen und konnten damit alle Sklaven befreien, alle restlichen Sklaven, die noch in der Mine waren. Haben was Tolles mitgenommen aus der Mine, nämlich die Melodie der Erinnerung. Und damit sollten wir wohl Lances... Ich hoffe, es ist richtig, Erinnerungen wiederherstellen können. Vorher habe ich aber noch ein paar Heilkräuter hier aus der Mülltonne containert, denn dort hatte jemand welche vergessen und ich denke mir auch, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist. Ich bin ja hart im Nehmen. Zur Not ist in meiner Flöte ein Erste-Hilfe-Kit drin. Wie gesagt, die Flöte steckt voller Überraschungen, ich sag's euch. So, hier sitzen ja auch schon alle fröhlich am Tisch und hier, ja, 6 Heilkräuter habe ich schon. Das... Mal schauen, ob ich durch das Spiel komme, ohne Heilkräuter zu benutzen. Das wäre auch mal was. Nichts Besonderes, aber naja. So, wir holen uns das Lied der Erinnerung hier raus. Und das spielen wir jetzt. Und dann passiert was ganz Tolles. Wie heißt dieser Ort? Ich verspüre ein wenig Heimweh. Ich fühle mich, als wäre ich Mutterleib. Alle Menschen, die ich traf, befinden sich in meinen Gedanken. Ich kann nicht klar denken. Ich wuchs in der Stadt am Südkap auf. Einst kam mein Vater von einer seiner Expeditionen nicht zurück. Er war immer das Wichtigste in meinem Leben. Ich war verstört. Ich verstand nie, dass mein Vater seine Krieger aussandte, um andere Länder zu erobern. Es ist schrecklich, wenn Menschen getötet werden. All das, was in vielen Jahren geschaffen wurde, ward in wenigen Tagen zerstört. Ich frage mich, ob Seth noch am Leben ist. Zeit macht unschöne Dinge vergessen. Das ist unser Trost. Ja, die Melodie hat wohl bei allen ihre Erinnerungen wieder hervorgeholt an vergangene Zeiten. Das war jetzt quasi wie ein Film durch das komplette Leben. Und Lance hat wohl seine Erinnerungen wieder zurückbekommen. Success! Von was redet ihr? Was ist los mit euch? Lance, du kannst dich wieder erinnern! Die Sorgen haben ein Ende. Ich dachte schon, es hört nie auf. In den angrenzenden Wäldern lebt ein seltsamer Erfinder. Lass uns zu ihm gehen. Ich glaube, er heißt Neil. Hast du Neil gesagt? Das ist der Name meines verschwundenen Cousins. Auch er war Erfinder. Er verschwand eines Tages im Himmel mit einem Ding, das er Flugzeug nannte. Und so begab es sich, dass Will mit seinen Freunden zu Neil aufbrach. Einfach mal so aus der Luft gegriffen, ne? Wir haben nichts zu tun. Vor allem, wieso kommt Erik erst jetzt damit raus? Irgendwie, ja gut, wir hatten Probleme mit Lance und seinen Erinnerungen, aber jetzt einfach so zu Nils Labor, dass er den Standort kennt, ist ja auch nicht irgendwie seltsam. Aber na gut. Neil, unser entfernter Cousin. Interessant. Dann besuchen wir den auch mal. Nils Hütte. Tok, tok. So klopfen wir aber nicht an. Wahrscheinlich hat Will wieder seine Flöte benutzt, ne? Ihr wisst ja, was dann passiert. Es ist offen. Tritt ein. Neil, ich bin es. Will von Südkap. Das muss er natürlich extra noch anhängen. Nicht, dass es einen Will vom Nordkap gibt oder so, falls er ihn kennt. Ich weiß es ja nicht. Irgendwie finde ich das seltsam. So. Will, du hast dich prächtig entwickelt. Sind das alles deine Freunde hier? Hier riecht es wie im Kuhstall. Würde sie bitte jemand rauswerfen, sodass sie nie wiederkommt. Was redest du da? Du solltest so etwas nicht sagen. Es ist ein wundervoller Geruch in diesem Raum, nicht wahr? Ihr habt alle so merkwürdige Kleider an. Ich bevorzuge diese Sackmode. Ich habe wenig Zeit, um mich um andere Dinge zu kümmern. Entschuldig bitte den Geruch. Ich habe vor 5 Monaten das letzte Mal gebadet. Das muss man natürlich auch so rumposaunen. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. 5 Monate! Das ist ein neuer Rekord. Ja, Lance... Rekord von 4 Monaten wurde gebrochen? Ich kann das nicht glauben. Dieser Erfinder ist unmöglich. Genug davon, lasst uns das Thema wechseln. Fühlt euch wie zu Hause. Wills Freunde sind doch meine Freunde. In diesem Fall muss ich Kara einmal zustimmen, ja.
Ich meine, er ist der Erfinder. Hätte er nicht irgendwie eine Dusche erfinden können? Anscheinend nicht, nein. Es ist doch bestimmt schon 2 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Seitdem habe ich viele Dinge erfunden. Die 4 Dinge in diesem Raum gehören zu meinen Meisterwerken. Jetzt können wir uns seine Erfindung mal angucken. Und zwar hat er hier einmal ein Fotoapparat. Dieses Gerät habe ich Kamera genannt. Damit kann ich Augenblicke auf Papier drucken. Das Problem ist nur, dass es 30 Minuten dauert. Bei Gegenständen kein Problem, doch Personen müssen dann 30 Minuten stillstehen. Auf dem Bild haben dann alle Leute rote Augen. Ja, rote Augenkorrektur gab es damals noch nicht. Eine Schande. Aber falls ihr euch jetzt immer fragt, wer den Fotoapparat erfunden hat, hier habt ihr die Lösung. Das ist ein Teleskop. Damit könnt ihr die Sterne vergrößert betrachten. Das ist definitiv eine sinnvolle Erfindung. Dies sind die Tragflächen der Flugmaschine. Die Maschine ist in der Wüste versteckt, denn man benötigt eine Startbahn, um abzuheben. Dies ist ein Sauerstofftank. Es enthält Luft zum Atmen. Man kann damit unter Wasser tauchen. Die Luft reicht 1 Minute lang. Wenn ich die Luft komprimieren könnte, würde sie noch länger halten. Ich weiß leider nicht wie. Ja, das sind all seine Erfindungen. Wie gesagt, ein Bart hätte ihm auch nicht geschadet, aber er hat keine Zeit dafür. Fünf Monate, das ist ein neuer Rekord, ja, das haben wir schon. Sehr viele Augen machen, wenn er diese Erfindung sehen würde. Ich kann es nicht glauben, dieser Erfinder ist unmöglich. Ja, mit Lee können wir nicht sprechen, weil Kara den kompletten Tisch blockiert. Hat sie zugenommen? Hat sie ihr Schwein gegessen? Ich weiß es nicht. Sag, warum bist du gekommen? Will erzählt Neil von der Stimme seines Vaters, die er hörte, und von den alten Ruinen, in denen sich die mystischen Statuen verbergen. Neil rief daraufhin die Psychiatrie an. Das hört sich interessant an. Auch ich begeistere mich für alte Ruinen. Die Ruinen, von denen Will spricht, sind auf der ganzen Welt verstreut und haben doch einiges gemein. Verbindet man ihre Positionen auf der Karte mit Linien, so erhält man das Sternbild des Cygnus. Das haben wir schon mal gehört auf dem Floß. Cygnus? Ja, der Turm von Babel ist Teil des Sternbildes. Hier ist Wills Vater verschwunden. Der Turm befindet sich in der Mitte der Zeichnung des Cygnus. Dort im Sternbild Cygnus leuchtet ein neuer roter Stern. Gut beobachtet, du bist sehr aufmerksam. Der rote Stern dort oben und Wills Suche. 2 Dinge, die miteinander zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder Bestimmung, aber irgendetwas wird geschehen. Die Nazca-Fresken befinden sich nur einen Wochenmarsch östlich von uns. Dort sollten wir weitersuchen. Aufbrechen, so sei es. Ja, hier gibt es nämlich auch kein Juwel oder so, das ich verpassen könnte. Das heißt, wir brechen auf zur Nazca-Ebene. Gut, dann ist die Sache also entschieden. Wir werden Will begleiten. Schließlich ist er nicht der Einzige, der Spaß haben soll. So zog die Gruppe denn in die Nazca-Wüste. Ja, unser nächster Anhaltspunkt, die Nazca-Wüste. Da, wo Neil wohl auch schon Forschung ausgeführt hat, mehr oder weniger. Und die Nazca-Ebene, das ist ja interessant, die gibt es auch wirklich. Das ist eine Wüste in Peru und ja, da kann ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, zumindest das, was ich gelesen habe. Das ist halt wirklich ein Realitätsbezug diesmal. Kara ist leider auch wieder mitbekommen, ja, vielleicht werden wir sie ja irgendwie los, heimlich, müssen wir mal sehen. Wir bekommen bestimmt noch eine Chance dafür. Nazca-Ebene. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Hier ist eine der berühmtesten Fresken. Der Kondor, habt ihr schon von ihm gehört? Man hat nie herausgefunden, was dieses Gemälde bedeutet. Die Größe des Gemäldes erstaunt mich immer wieder. Ihr solltet euch die Werke selbst anschauen. Ja, es gibt nämlich in der Nazca-Wüste so, man nennt es Nazca-Linien. Das sind Linien, die im Boden schon seit Jahrhunderten existieren. Und diese Linien ergeben bestimmte Symbole, aber man kann sie nur aus dem Flugzeug richtig sehen, weil sie einfach so groß sind. Also sie erstrecken sich über große Landmassen. Und das ist hier zum Beispiel der Kondor, das ist halt ein Vogel. Und es gibt halt auch mehrere Symbole. Finde ich recht interessant. Man weiß nicht genau, wofür diese Symbole gedient haben. Man ist, was ich gelesen habe zumindest, man ist bei der Vermutung, dass das hier irgendwie Anlagen waren, die für Fruchtbarkeitsrituale benutzt wurden. Ob das jetzt stimmt, das muss man halt dann... Da wird halt immer, glaube ich, noch spekuliert, wie das genau ist. Passt auf, dass ihr euch nicht verliert. Ich finde das unheimlich. Ich werde bei Neil bleiben. Ach, und da hatte ich ihn gerade schon für mutig befunden, nachdem er die Sklaven befreit hatte. Von hier aus gesehen wirkt es fast wie die weißen Linien einer Laufbahn. Vielleicht wurden hier früher Olympische Spiele abgehalten. Vielleicht. Vielleicht wurden hier auch einfach früher nervtötende Prinzessinnen geopfert. Das wäre eher nach meinem Geschmack, aber ich glaube... Aber Olympische Spiele, wie kommt sie denn darauf?
Ergibt die Anordnung der Felsen nicht ein Muster? Bisher bestand mein Leben nur aus Lernen, Arbeiten und Studieren. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht in einem Traum lebe. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht hätte im Südkap bleiben sollen. Da war alles irgendwie viel entspannter. So, hier müsste irgendwo... wie ging das hier nochmal? Man muss auf jeden Fall jetzt hier das alles ein bisschen erkunden, mit jedem einmal reden. Neil? Nee. Kara hat vielleicht was Neues zu erzählen. Kara ist ja eben hier schon wie wild umhergelaufen. Wo war sie denn jetzt schon? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Mensch, da ist sie. Dies ist der Magen des Kondors. Vielleicht will man hier bei Grabungen Eier finden. War nur ein Witz. Noch dazu ein schlechter. Gut, zumindest hat sie es selber erkannt. Das ist ein Fortschritt. Mehr muss ich da, glaube ich, auch nicht zu sagen. So, Moment, wo muss ich jetzt? Ich glaube, jetzt muss ich nach Süden. Da müsste jetzt gleich... genau, da ist einer vom Mondvolk. Der mich versucht zu trollen. Ja, einer vom Mondvolk, der sich für eine Eule hält oder irgendwas in der Richtung. Wo willst du hin? Bleib hier! Bleib hier! Ich habe ihm Angst gemacht, ja. Nastgar ist groß, also entfernt euch nicht zu weit. Sagte Will, als er versuchte zu fliehen, ja. Okay, jetzt müsst... Genau, jetzt stehen sie alle wieder schön aufgereiht. Gut, ihr seid alle wieder da. Die Statue von der Will sprach, muss sich ebenfalls auf diesem Gebiet befinden. Ich glaube, ich habe diese Zeichnung schon einmal gesehen. Der Kondor ähnelt dem Sternbild des Zyklus. Natürlich, das ist es. Ich hätte es merken müssen. Wir sehen den Zyklus in der Zeichnung, aber die Alten sahen nur den Kondor darin. Das ist die Lösung, natürlich! Seht doch, die Felsen sind angeordnet wie die Sterne im Sternbild des Zyklus. Der Zyklus besteht aus 9 Sternen und hier liegen 9 Steine. Wo ist der rote Stern, der erst kürzlich erschien? Ja, der rote Stern, ich denke mal, ich glaube, damit ist auch der Komet wieder gemeint. Jetzt müssen wir raten, wo der ist. Ja, das ist wirklich raten, aber ich glaube, es war der linke Fuß des Kondors. Natürlich, an seinem linken Fuß. Ja, ich als Diplom-Archäologe. Los, lasst uns den linken Fuß überprüfen. Mhm. Was geschieht nur? Es ist unheimlich. Dies ist eine aufregende Sache. Endlich kann sie sich mal für was begeistern und meckert nicht. Hä, das Sonnenlicht der Wüste, ist das nicht schlecht für ihren Teint? Wir stehen kurz vor der Lösung eines Rätsels, das bisher von keinem Forscher gelöst wurde. Das Mysterium des Sternbilds, das klingt romantisch. Die haben irgendwie alle seltsame Auffassungen von Romantik in diesem Spiel, ich weiß auch nicht. Das ist fast so aufregend, wie etwas zu erfinden. Ja, jetzt muss man hier, glaube ich, irgendwie... Im Sand ist eine Steintafel verborgen. Als Will das Ding mit seiner Flöte berührt, verdunkelt sich der Himmel. Sonnenfinsternis. Vorsicht, etwas fällt von oben herunter! Zack. Will, Will, Will! Wir wurden zermatscht. Von einer Kartoffel. So viel zum Weg der Kartoffel. Sie hat mich endlich erreicht. Wolkengarten. Das ist das Gebilde, das bei der Freske schwebte. Von oben aus gesehen wirken Neil und meine Freunde wie winzige Ameisen. Könnten diese Zeichnungen ein Landeplatz für das Gebilde sein? So, wir sind im Wolkengarten und das ist, wie ich finde, einer der coolsten Dungeons im Spiel. Also ich mag den wahnsinnig gerne, ich mag die Musik total gerne und ich mag es auch einfach. Früher war das eine große Sache, so wie das Ding hier aufgebaut ist, aber dazu komme ich später. So, hier hat sich das Mondvolk auch wieder eingenistet. Ja, die haben, glaube ich, auch keine Hobbys. So sieht man sich wieder. Nicht viele sind so weit gekommen wie du. Auf diesem Wolkenhof reisen wir durch die Zeit. Suche immer in Himmelsrichtung nach den 4 Kristallkugeln. Bewege dich im Uhrzeigersinn. Ja, er sagt uns zwar, wir sollen uns im Uhrzeigersinn bewegen. Ich könnte jetzt auch einfach mal fies sein und mich gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Aber nee, ich glaube, dann bewerfen sie uns mit Fruchtgummis, deswegen eventuell tun sie das. Ich bin mir da nicht sicher, aber das lasse ich mal. Ja, der Wolkengarten ist jetzt der nächste große Dungeon im Spiel. Hier gibt es dann auch nachher wieder eine Statue zu finden. Und was ich ja schon erwähnt hatte... Ich fand das damals als Kind wahnsinnig cool, wie das hier gestaltet ist. Wie man unten diese Wüste sieht und ja, halt oben auf diesem Plateau ist. Das war, ich weiß nicht, für damalige Verhältnisse wirklich sehr schön designt, muss ich sagen. Also mir gefällt das richtig cool.
Und ja, das Spiel bringt einen auch so. Klar, wenn man sich von vornherein gar nicht dafür interessiert, aber es bringt einen so ein bisschen dazu, sich für gewisse geschichtliche Ereignisse mehr zu interessieren. Zumindest war das bei mir so. So, aber natürlich auch hier wieder Gegner, die lasern. Ne? In diesem Fall blaue Roboter. Wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, schon in der Diamantenmine erwähnt. Das ist da... Ich kann mir schon genau vorstellen, wie das abgelaufen sein muss in der Entwicklung. Chef, ich weiß nicht, was ich... Ich habe keine Kreativität mehr. Ich weiß nicht, was wir für... Laser. Ja, aber wir haben doch schon Gegner... Laser. Aber wir haben doch schon Gegner... Laser. Mann. Okay, aber dann schmeißen sie wenigstens noch ihre Körperteile von sich weg. Das ist eine gute Idee, aber sie müssen auf jeden Fall lasern. Okay. Ja. Rotes Juwel gefunden. Das ist eines der roten Juwelen hier im Tempel. Es gibt mehrere. Also es gibt zwei, glaube ich. Ja, aber die sind recht einfach. Und hier kommt schon die Besonderheit des Tempels. Moment. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ja. Die Besonderheit des Dungeons ist es, dass man quasi eine Spiegelwelt hat. Habe ich hier schon alle Gegner erwischt eigentlich? Hier sind noch zwei Gegner. Habe ich die verpasst? Oder? Moment, wo war denn das? Ja. Also der Tempel besteht aus zwei Welten, einmal dem Wolkengarten und dem Schattengarten. Und der Schattengarten ist quasi die Kehrseite dieses Ganzen hier. Genau da war noch was, aber da komme ich glaube ich noch nicht hin. Ich glaube, da komme ich erst später hin. Ja, da komme ich definitiv erst später hin. Ja, also ein sehr interessantes Prinzip für damals. Fand ich auch recht kreativ und wie gesagt, deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsdungeons, weil irgendwie hier ist alles sehr stimmig ist. Die Musik passt sehr gut zum Tempel, also das finde ich passt sehr gut zusammen. So. Auch sehr mutig von Will hier einfach runterzuspringen. Ne, aber ich denke mal, er weiß ja, dass er auf die Schwerkraft keinen Scheiß gibt. Und hier sind die gleichen Gegner, die es auch im Wolkengarten gibt, nur nochmal in wesentlich böser. Ja. Zum einen sind die Laserroboter hier, ja, die sind mit Currysoße eingeschmiert worden. Dadurch sind sie irgendwie stärker, ich weiß es nicht. Ja. Im Grunde genommen ist das hier, wie gesagt, dunkle Seite, ist stärker als die helle Seite. Und in der dunklen Seite gibt es mehr Currywurst als auf der hellen Seite. Ich glaube, das ist die Message des Spiels. Im Grunde genommen, oder die Message dieses... nein, wir wollen mal nicht jetzt lächerlich treffen hier. Ne? Wir bleiben einfach bei der Currysoße und gut ist. Ich sterbe gleich, was zur Hölle? Ich brauche mal hier so ein bisschen Energie. Aber die lasern nicht, nee, die werfen nur ihre Fäuste. Und dann fliegen sie irgendwo ins Nirvana. Wunderbar. So habe ich noch ein bisschen... Ja, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken wir uns noch so ein bisschen hier die Schattenseite an. Was das übrigens ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn sie explodieren, müssen wir aufpassen, weil die können uns auch gerne mal im Gesicht treffen. Und das ist relativ unangenehm. Ah doch, die lasern auch. Tatsache. So. Zack, zack, zack. Genau. Schlagt euch gegenseitig ins Gesicht. Das ist echt so, ey. Mir fällt das jetzt... Das finde ich auch interessant. Es gibt generell öfters mal so Dinge, wenn man so Spiele später mal spielt, die man als Kind gespielt hat, dass einem Dinge auffallen, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Das ist echt erstaunlich. So, die kann man leider nicht töten. Muss man dann ausweichen und dann die weiter da rumfliegen lassen. Und genau, was mir noch dazu einfällt... was mich... Ah, sehr gut, Lebensenergie. Was mich bei diesem Dungeon immer... es gibt da diesen Film... Ich glaube, ich erwähne den Film voll oft. Laputa Castle in the Sky. Ich glaube, im Deutschen heißt er Das Schloss im Himmel. Ein wunderbarer Film. Und ich muss bei diesem Dungeon jetzt sehr stark an diesen Film denken. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere. Das ist eigentlich ein recht bekannter Film. Aus der Feder der Ghibli Studios. Die machen nur tolle Filme. Also wenn man Anime-Filme mag. Oh, nochmal HP. Sehr schön. Und ich muss bei diesem Dungeon immer an diesen Film denken. Da geht es nämlich auch um ein Schloss, was im Himmel ist, was mit Hilfe eines Kristalls in der Luft schwebt. Und ja, ich will ja nicht zu viel vergehen. Wie gesagt, also gerade Ghibli-Filme, das sind wunderbare Stücke der Anime-Filmkunst. Ein recht bekannter Film, den erwähne ich auch voll oft in meinen Let's Plays. Ist in diesem Fall Prinzessin Mononoke. Oder auch, was gibt es da noch? So viele. Auf jeden Fall eine Menge. Nur zu empfehlen in diesem Fall nochmal. So. Gut, da hatten wir gerade schon unser Upgrade bekommen. Jetzt muss ich schnell überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Genau hier möchte ich noch. Möchte ich hier hin? Ja. Eigentlich ist der Dungeon relativ. Moment, hier bin ich doch hergekommen. Eigentlich ist der Dungeon relativ. Ja, linear.
Aber es gibt ja doch so ein paar Besonderheiten, auf die man aufpassen muss. Zum Beispiel muss man aufpassen, dass man sich nicht den Arsch verbrennt, so wie ich gerade. Das ist dann auch wieder unangenehm, ja. Moment, dann gehe ich jetzt wieder auf die Sonnenseite des Lebens. Und ihr seht auch hier, jetzt sind wir auf der Rückseite des Dungeons und dann sieht man da die Wolken. Finde ich schon recht cool gemacht für damalige Verhältnisse wirklich. So, hier ist eine Schatztruhe. Was haben wir denn hier drin? Ach, Heilkräuter. Ja, die brauche ich dann hoffentlich nicht. So, hier ist der letzte Gegner für diese Ebene. Wunderbar. Genau, schießt seine Fäuste irgendwo hin. Die landen jetzt wahrscheinlich irgendwo in China. Hä, war das nicht der letzte? Hier fehlt noch ein Gegner. Habe ich da echt einen verpasst? Ja gut, ich muss hier eh nochmal zurück. Dementsprechend macht das gar nichts. Okay. So, hier hatte ich, glaube ich, eigentlich soweit alles. Nee, eigentlich nicht. Hier müsste irgendwo noch... Genau, hier ist der Weg, glaube ich. Genau, hier muss ich hin. Und hier geht's auf die Seite. Jetzt bin ich wieder... Genau, hier ist der letzte Gegner. Passt. Alles klar, habe ich doch nichts verpasst. Wunderbar. Und dann kriegen wir mehr Lebensenergie. Wunderbar, Lebensenergie wird aufgefüllt. Passt. So, die sind ein bisschen besonders. Da müssen wir uns aufspießen lassen. Wenn wir uns auch nicht aufspießen lassen, dann... Nein. Komm mal nochmal her hier. Komm mal her. Wir müssen das Schwert töten. So gut es geht, ein Schwert töten kann. Es backt gerade rum. Hör mal auf da. Lass dich jetzt töten. Gut ist. Oh. Okay. So, und dann erstarrt diese Statue zu Stein und wir können die Truhe öffnen. Und da drinnen ist eine Kristallkugel. Ja, die brauchen wir. In jeder Himmelsrichtung gibt es eine Kristallkugel und mit denen können wir dann in die Zukunft schauen. Da können wir zum Beispiel sehen, dass wir Kara irgendwann doch wirklich von der Klippe stoßen. Nein, das nicht, aber mit diesen Kristallkugeln können wir Wahrsager werden und dann unser Geld damit verdienen, beziehungsweise so eine Brötchen. Ich weiß nicht. Nein, wir können diese Kristallkugeln googeln. Wir können sie einsetzen in Löcher. Das ist der Sinn und Zweck dieser Kugeln. Das rede ich ja so viel um den heißen Brei herum. Okay. Ich würde aber sagen, jetzt wo wir den ersten Part dieses Dungeons abgeschlossen haben, der ist doch ein bisschen größer, mache ich jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt. Und im nächsten Part werden wir dann uns die nächsten Gebiete vorwagen. Ich werde euch nur mal kurz zeigen, dass man hier in dieser Öffnung diese Kugeln einsetzen kann. Moment. Zack. Und rein damit. So. Und dann verschieben sich diese Platten hier. Und wenn wir alle vier verschoben haben, können wir dort oben hin. Und dort erwartet uns dann eine Überraschung. Und was das ist, vielleicht sehen wir es schon im nächsten Part. Ansonsten werden wir sehen, was uns erwartet. Bis zum nächsten Part.